Hat er erstens B4 gespielt? Sieht so aus, ja. Naja. Er ist halt auch ein Troll, ne? Also einerseits sagt er sich, auch Anish ist sehr, sehr gut vorbereitet, vielleicht tilte ich ihn mit. Wie heißt das? Orang-Utan? Sokolski? Sokolski hieß das ja zu meiner Zeit. Sokolski ist ein echter Schachspieler, ja. Orang-Utan weiß ich nicht, ja. Wahrscheinlich auch. Bist du ein Experte für B4, E5, für Sokolskis? Nein. Nicht? Was Auch macht dir nicht. da ein Team Caruana den ganzen Tag? Also erstens B4 wird gar nicht analysiert, oder was? Also es gibt einiges, was wir hätten machen müssen, haben aber nicht gemacht. Aber B4 gehört nicht dazu. Nein, nein. Ich versuche seit Jahren mit Fabiano Fierenlosing in Las Vegas zu gucken. Und das hat bis jetzt nicht geklappt. Ja? Also er weigert sich ständig. Warum? Ah, ich weiß nicht. Also er will, dass Filmempfehlungen von ihm kommen und nicht von mir. Ja, okay, das könnte auch daran liegen, dass du einen sehr schlechten Filmgeschmack hast. Das könnte natürlich sein, ja. Also, nachdem er 20 Mal Konstantin gucken musste, wäre ich an seiner Stelle auch vorsichtig geworden. Das Aber Fear and stimmt. Loathing in Las Vegas ist so ein Kultfilm, das muss er doch wenigstens einmal sowieso gucken. Mal eine neue Stellung auf jeden Fall. Und das ist, glaube ich, kein Getrolle von Magnus, sondern er will Giri hier schnell zum Nachdenken bringen. Es wirkt auch so, als hätte er es auf jeden Fall kurz vorbereitet hier, B4, C3, G3. Also er meint das ernst, ne? Also mit Weiß kann man sich einiges erlauben an Freiheiten. Ja? Er steht wahrscheinlich noch nicht schlechter und die Stellung ist neu. Also warum nicht? Jetzt C4, oder? Ja, jetzt C4, ganz klassisch, ja. Dann hat man einen guten Trompowski. Unsere Zuschauer müssen schon verwirrt sein. Ja? Sie haben Sokolski gehört, sie haben Trompowski gehört. Ja, ich soll dir kurz erklären, Trompowski ist diese Eröffnung, das ist ein typischerer Weg, den Läufer loszuwerden. Und es gibt häufig solche Stellungen hier, zum Beispiel so Varianten, wo, naja, es ist nicht identisch mit der Partiestellung, aber die Ideen sind vielleicht ein bisschen ähnlich. Keine Ahnung, B3 und dann C4. Deshalb, wenn ich von guten Trompowski rede, ist es, weil es mich an diese Art Struktur erinnert, die sie haben. Anish Giri, sein Gegner, war ja zwischendurch sogar mal kurz rausgefallen aus den Top 10 der Weltrangliste, hat aber zuletzt in Weikernsee und auch bei der zweiten Hälfte des Kandidatenturniers wieder Boden gut gemacht. Ist jetzt, glaube ich, Nummer 5 oder 6 der Welt. Also grundsätzlich im Aufwärtstrend, Anish, oder? Ja, durchaus, ja. Und er spielt auch bei den Kandidaten sehr, sehr gut und nur am Ende, ja, da wo er ja scheinbar die Chancen bekommen hatte, ja, da wurde er wahrscheinlich zu nervös, ja, oder zu ambitioniert. Aber sonst, ja, spielt beeindruckender Schach. Auch nichts Besonderes, einfach viele gute Züge, ja, nichts Brillantes, aber muss auch nicht sein, ja. Ja, aber gut vorbereitet, keine Fehler und ja, sehr stabil einfach zuletzt, ne? Also ist schon Ja. guter. Er spielt immer gut in Weikernsee, ja? Obwohl das Zuhause-Spielen für viele Spieler nicht einfach ist. Ja? Ja, vielleicht fühlt er sich in Weikernsee auch nicht so zu Hause. Also im eigenen Land spielen, ja, gefällt den meisten nicht so. Weikernsee ist ja aber so ein Dorf und so speziell, dass vielleicht da nicht der Schachheimnachteil so greift, ne? Weiß ich nicht. Aber es stimmt, in Weikernsee, er ist dieses Jahr ja im Stechen gegen Jordan verloren. Die beiden Holländer waren super stark. Und eigentlich war er immer ganz vorne dabei, die letzten Jahre so gefühlt. Und immer so mit plus 5 oder so, ja. Es Ja. ist, ich habe oft genug in Weikernsee gespielt, aber plus 5 war mir nie gelungen, ja. Ich glaube, minus 5 einmal schon, ja, aber nicht plus 5. Ist der eigentlich immer noch aktiv auf Twitter? Ich bin nicht so aktiv, deshalb weiß ich es gar nicht. Aber ich gehe stark davon aus. Wie ist es bei dir? Immer noch nicht. Ich Welche weiß nicht, ob ich. sozialen Netzwerke hast du ins Auge gefasst? Ich weiß nicht, ob ich es erwähnt hätte, aber wir haben hier Reparaturen und Renovierungen. Ah, okay, hast du gleich gesagt. Ich finde gar keine Zeit.
Verstehe, verstehe. Aber du könntest doch hier auf Insta einfach die ganze Verschönerung posten. Jeden Tag Naja, eine schöne könnte ich machen, ja. Story. Also ich glaube, das würde ziehen. Da würdest du das schon viel Likes kriegen. Läufer F1, damit hätte ich nicht gerechnet. Was ist das für ein. Also, er bereitet sich für DC5 vor. Aber sieht ein bisschen, ich weiß nicht, ein bisschen awkward aus. Sieht sehr awkward aus. Der Läufer stand so schön. Okay, er möchte diesen Bau hier hin pushen. So. Es gibt noch irgendwelche Tricks. Manchmal gibt es so studienmäßig. Läufer G5, König E4, Läufer H4, König F3 und ich gewinne. War hier nicht. Ja? Könnte sogar sein, ja, König E4. Wow. Ah, jetzt muss ich König D8 spielen und das ist so ein Neffen Kitzel. Ja, 6, König C7, das will ich gar Ah, nicht. der König kann noch stoppen den Bauern. Nein. Ich war so stolz auf König F3. Nee, aber A6 und dann Löwe E8 oder sowas, ja. Okay, jetzt können wir hier rumnerven. Gibt es vielleicht Chancen? Ne? Er hat nicht G5 gespielt, hat H3 gespielt. Was ist das denn, Magnus? So, Rustam ist ja schon da. Rustam, kannst du Hey. mich hören? Ja, ich kann dich gut hören, ja. So, und wie geht's dir so? Ich habe ja auch lange nicht mehr so mit dir geredet gehabt. Was gibt's alles so Neues? Ich hab ja das Kandidatenturnier mit kommentieren dürfen. Da war ja einiges auf und ab. Aber ich habe nicht so viel von dir leider gehört. Deswegen erzähl doch mal ein bisschen. Ja, war auch nicht so einfach. Ich war ein paar Mal dabei, aber okay, wir hatten da im Hotel auch Internetschwierigkeiten. War gar nicht so einfach, dabei zu sein. Und es gab ja natürlich reichlich zu tun bei dem Kandidatenturnier. Aber jetzt bin ich wieder dabei. Ich freue mich immer, das hier machen zu dürfen. Also ich habe schon darauf gewartet. Ich dachte mir schon, dass das Kandidatenturnier sich wahrscheinlich gar nicht lohnt. Ja, hätte ich nur zu Hause bleiben können, ne? Das hier kommentieren und was weiß ich. Ja? Wäre viel besser gewesen, ne? Für alle Beteiligten. Ne? Ja, das stimmt. Also wir haben dich auch alle sehr, sehr vermisst. Der gesamte Chat hat dich vermisst, Jan hat dich auch vermisst und sogar Stefan Tietze hat die ganze Zeit von dir geredet. Also du warst quasi trotzdem immer dabei. Und Jan ist auch wieder da. Jan, was hast du in der Pause gemacht? Die Wahrheit ist, ich habe einen Instagram-Post von Icke Hüftgold studiert, aber ich frage mich nicht, warum. Es war auf jeden Fall sehr tragisch, aufwühlend. Caruana gegen So, ja. Okay, ist dein Schützling, komm. Wo haben wir denn hier Caruana und Wesley? Wesley? Schon vorbei, die Partie? Klingt unwahrscheinlich, nicht? Ich sehe sie nicht. Na ja, Caruana gegen So. Oh mein Gott, ja. Ich wusste nicht, ob du am Trollen bist, weil Wesley Weiß hatte, oder ob du es wirklich sehen wolltest. Wenn ja, hier, fertig. Okay, damals was anderes, ja. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also wir können sogar hier bleiben, ja. Dinglira haben wir lange nicht gesehen. Gucken wir uns mal ein Ding an, warum nicht? Dinglehre Nummer 3 der Welt gegen Magnus Carlsen, Weltmeister Nummer 1 der Welt. Spielt eins seiner vielen so ein bisschen trolligen, aber nicht so trolligen Systeme. Er ist schon allgemein, nachdem gestern der Tag nicht so doll lief, sich gedacht zu haben, ich fange an, ein bisschen mehr Quatsch zu spielen. Mit Weiß B4, hier A6, CD, ED, Springer F3 und H6. Ja, hat den Vorteil, dass es weniger dumm ist, als es aussieht. Aber es ist wahrscheinlich trotzdem relativ dumm. Also die Idee ist, Springer nach F6 spielen zu können, ohne mit dem Läufer gefesselt zu werden, Läufer G5. Und dann, wenn der weiße Läufer nach F4 geht, in einem Zug Läufer nach D6 spielen zu können. Also es ist weniger schlecht, als es aussieht. Ich glaube, das ist der Charme dieses Aufbaus. Ich weiß Dein nicht. Schützling. Fabi hatte ja mit sowas Ähnlichem experimentiert. Hier H6, ne? Das ist wahrscheinlich besser, weil man nicht H6 und A6 gespielt hat.
sondern nur H6. Ich weiß nicht, ja. Magnus hat sich seine Schachweste angezogen. Das war doch seine Snookerweste, nicht? Ich glaube, seine Schachweste. Wird sie auch überlegt haben, woran lag es in der ersten Partie, dass ich die gute Stellung nicht gewonnen habe. Und da hat sie wahrscheinlich gesagt, ich hatte die Weste gar nicht an. Zack. Ja, deshalb ist der Weltmeister, er reagiert sofort. Ja. Ja. Kann sich schnell anpassen. Ich weiß nicht, Petrosian und Spassky hatten das mal in einer wohlbekannten Partie. Ist gut ausgegangen für Schwarz damals. Naja, das reicht mir nicht als Sample Size. Ich denk immer noch, dass das hier eine komische Stellung ist für Schwarz. Selbst wenn Petrosian Spassky mal so ein Selis hat. Jetzt weiß es auch ein Leiden. Ein Blick ist leer. Ein Blick ist sowas von leer. Brett ist noch nicht leer. Ja, das steht schon besser. Ja. Viel Spaß wird der Spassky da nicht gehabt haben gegen Petrosian. Das wäre ein Remis gehalten. Ne? Na gut, später D4 gespielt. Also ja, für meine Begriffe C5 sehr, sehr komisch. Aber ich möchte auch kein Verständnisduell mit Magnus Carlsen in Karlsbader Struktur. Werd schon wissen, was er hier tut. Mir gefällt es nicht. Und mit Spassky. Ach, Spassky, komm. Das war eine andere Zeit. Spassky, ein fantastischer Spieler. Ich finde, sehr unterschätzt auch. Weil er so universell gut war. Wie gesagt, später D4 gefällt mir nicht. Das ist ja die alte Larsen-Weisheit. So, ja, meinte Petrosian und so. Ich zitiere sehr frei. Die wollen den Bauern immer 70 Mal blockieren. Aber ich will ja echt lieber gewinnen, den isolierten Bauern. Larsen war gegen Blockade des Bauerns. Ja, deshalb, habe ich dich gefragt, du meinst, das Ding so die klassischen Bücher gelesen hat. Ich bin mir nicht sicher, weil. Ja, er häufig halt so Züge macht, die nicht in den klassischen Büchern stehen. Und ich glaube, dass man den Blick dafür vielleicht gar nicht hat, wenn man die alle gelesen hat. Bin nicht sicher. Vielleicht ist Quatsch die Theorie. Vielleicht hat er einfach bessere Bücher. Vielleicht, ja, Capablanca unplugged, ja? Uncut, die Ware mal. Ja, yeah, the Director's Cut. Ja. Für die Massen schreibe ich jetzt hier Plan Teil 1 bis 15, Teil 1, König in die Mitte, Teil 2, ein paar Türme tauschen, Teil 3, zweite Schwäche provozieren. Aber die Wahrheit ist, keine Ahnung, ich habe ja irgendwie damals F3 gespielt, dann Turm in die Mitte und dann mal gucken. So ein Buch würde ich gerne lesen von Capablanca. Fährst du viel Fahrrad? Macht ihr da Radtouren bei euch durch den Wald? Mach mal, ja, nicht sehr viel. Ich bin auch nicht oft genug zu Hause, ja, diese ganze Reiserei. Ich will langsam damit aufhören, ja, diese Reiserei ist nicht gut für mich. Ich will zu Hause sitzen, das hier machen, Online-Kommentare und das war's eigentlich. Was hältst du von meinem Plan? Ich glaube dir das nicht. Ich glaube, dass es so, wenn du jetzt einen Monat zu Hause sitzen würdest, dann würdest du dir in den Fingern kribbeln und du würdest denken, ich muss irgendwo hin. Vielleicht habe ich nicht recht. So, ich bin so ein Junkie oder was? Nee, ich glaube, dieser Reiselebensstil, diese Freiheit ja auch, man jammert zwar gerne drüber, aber ich glaube, wir sind nicht dafür gemacht, vielleicht sei es auch nur, weil ich so schon seit Ewigkeit zu Hause sitze, immer zu Hause zu sitzen. Aber du wirst es ja gleich testen können. Du fährst ja hiernach direkt nach Bukarest. Ja, hoffentlich. Ja. Mein Zoom spinnt gerade. Nein. Da. Hoffentlich, ich habe doch gesagt. Das war ganz lustig. Hast du das gesehen in dem Buch von Gelfand? Der hat diese Szene beschrieben von seiner Partie gegen Morozovic. Also Morozovic spielte ähnlich so mit Schwarz gegen Gelfand. Gelfand hat trotz all der Mühe nicht gewonnen mit Weiß. Und dann nach der Partie hat Morozovic ihm gesagt, er soll nicht so mit Weiß offensichtlich auf Remis spielen. Naja, Boris hat klassisches Verständnis. Er dachte auch, ey, wie kannst du mit Schwarz freiwillig so spielen, diese Folter? Ja, die haben einander nicht verstanden an dem Tag.
Ich hatte mal so was Ähnliches. Ich habe gegen Kamsky gespielt, so Dame C2 nimmt so. Ich dachte, ich stehe ganz Partie ein bisschen besser. Habe ein bisschen Druck gemacht. Ich dachte, er hat sich gut verteidigt, hält dann Remis. Und dann nach der Partie meinte er auch, ja, wie kannst du mit Weiß alles runtertauschen? Ich war eigentlich stolz auf mich, dass ich hier einen schönen Druck gesetzt habe. Er musste sich verteidigen. Aber ne, es war andere Wahrnehmung. Ja, danke schön, Sonja. Ich muss gleich einsteigen mit dem ersten Zug des Weltmeisters Magnus Carlsen. Er scheint hier seinen ersten B4 noch ein bisschen verfeinern zu wollen gegen Alexander Grischuk und greift diesmal zuerstens B3. Vielleicht hier Adibans Kurs studiert. Hat Adiban wirklich einen Kurs zu B3? Ja, also hätte auch sehr viel promoted nach allem, was ich sehen kann. B3, ja, ich viel Werbung gesehen die Tage. Ja, Springer F3, E4, Springer D4, Läufer C5. E3, Rochade, Springer F5 ist eine sehr angesagte Variante. Eine Idee ist D5, C schlägt D, Springer schlägt D5, Dame G4. Ist recht unangenehm. Ja, nach Dame G4 ganz schön unangenehm, ja. Das war eine Partie Adiban gegen Navarra. Aber wenn Schwarz hier diesen Trick umgehen kann und Springer B4 spielt, dann schien er das Theorieduell manchmal für sich entscheiden zu können. Adiban wird sich freuen hier wieder. B3 Werbung fehlt. Adiban habe ich lange nicht mehr gesehen. So gefühlt so 25 Jahre. Das glaube ich nicht. Adiban ist doch gerade mal 25 oder so. Adibans Mutter heißt Lila. Ist true. Wo wohnt er? Welche Stadt? Da habe ich überfragt. Kennst du dich gut aus mit indischen Städten? Ich kenne mich ziemlich schlecht aus. Also. Also nicht wirklich. Ich war früher viel unterwegs in Indien. Also ich war in Kalkutta, ich war in, wo war ich noch? In Madras, in Delhi, in Hyderabad, in Jodhpur und Pune. Und dann haben meine Reisen in Indien ganz aufgehört. Du hast gerade gesagt, du kennst dich nicht gut aus mit indischen Städten und hast dann ungefähr 15 Städte genannt, in denen du schon warst. In meiner Welt das ist schon ein solides Wissen. Kannst du es empfehlen? Kannst du eine Reiseort empfehlen? Ich war noch nie in Indien. Also ich würde sehr gerne wieder nach Indien fahren. Ich warte immer noch auf eine Einladung von Vishy Anand. Vishy wohnt in Chennai, ne? Wohnt in Chennai, ja. Chennai war Überraschenderweise. früher Madras, richtig? Ja, er hat mich heute angerufen. Oh. Wir plaudern so 5 Minuten lang, war eine Freude. Schön. Einfach so Russland, was geht? Ja, einfach so, ich war beim Frühstück, ja, und er meinte Hi und ich meinte Hi und dann rief er an und sehr Klingt schön, ja. schön, das Ich klingt habe mich schön. gefreut, ja. Er sagte, er will endlich mal wieder Schach spielen. Ist sich aber nicht sicher, dass das geht, ja, so rein praktisch. Er ist in Indien und ja, und die Reiserei ist aus Indien besonders schwierig. Ja. Er hat deshalb ja, wie lange? Wahrscheinlich über 10 Jahre in Europa gelebt, ne? Und irgendwann zurückgezogen nach Indien. Er ist auch sehr glücklich da in Indien, aber halt jetzt sind die Monate besonders schwer. Aber Aber komm. ich persönlich würde mir auch Dubov-Carlsen ansehen. Alles klar. Rustam, irgendwelche Vorlieben? Ich gucke Also mal, ob Caruana noch spielt. Ah, Caruana spielt noch. Wesley Ich glaube Spicer schon. würde ich nicht mehr vorschlagen. Ja, also in den Fällen mache ich nicht mehr. Wesley. Wesley ist raus bis zur Corona. Ah, Wesley auch schon fertig hier. Schöne Partie wieder. Oh, hier eine neue Remis-Variante ausgepackt. Wesley. Okay, links wie rechts. Ja, ich weiß nicht, was man dazu noch sagen soll. Er ist sich halt keiner Schuld bewusst. Ne? Und das kann ich auch verstehen. Er sagt halt, okay. Geht darum, sich zu qualifizieren für die K.O.-Runde. Das werde ich machen.
Spannend ist es nicht. Ich sag doch, damit schlägt D5. Magnus, du Troll. Du weißt doch selber, dass das nicht gut ist. Er kann es nicht lassen. E4, Springer schlägt W4. Du Wurf, der Bauer hängt. Das ist die Idee von Dame Affe. Daniel, brauchst du gar nicht so gucken, als sei das Teil des Plans. Was machen die denn? Schwarz kann schlagen. Gibt's auch keine Tricks. Springer B3 kommt, Springer schlägt C3. Läufer B5, Schach, Läufer D7. Dorf kommt selbstbewusst. Sieht auch nicht danach aus, ja? Dass man jetzt Tricks haben könnte. Aber du kannst auch nicht Dame A5 spielen, dann E4 nicht wegnehmen. Da lässt sich Magnus auch nicht bluffen, glaube ich. Aber wie kann er denn auf Dame A5 E4 spielen? Ne? Das muss doch irgendwas Geplantes sein, oder? Deshalb hat Magnus auch Angst. Ja? Es gibt ja auch, du kannst ja auch Läufer D2 spielen und dann tilten hier. Also, wie schlimm kann es sein? Ja, ich glaube, das ist die Definition von Tilt. Ja? Tilten ist nicht später, Tilten ist jetzt. Ja. Okay. Wenn Magnus, wenn du den Bauern nicht wegnimmst, ey, dann glaube ich echt dann gar nichts mehr. Ja, lustig, da muss man Magnus auch loben. Er hat jede Partie nach 5 Zügen irgendeine frische Stellung auf dem Brett, ne? Was ja nicht so einfach ist. Mhm. Das macht er ganz gut, ja. Das macht er ganz gut. Mhm. Spielt irgendwas Verrücktes, aber nicht ganz Schlechtes, ja. Und dann funktioniert es auch. Ist Dubov so ein Taktikmonster? Ich kann ihn schwer einschätzen. Ich weiß natürlich, dass er guter Theoretiker ist, viele Ideen hat, auch in sehr scharfen Stellungen. Dass er gerne im Bauern opfert, hier D4, C4, G3. Mhm. Ich habe nicht so den Vergleich, ob er so viel genauer rechnet oder aber taktisch stärker ist als Serna jetzt. Also kann ich schwer einschätzen, weil Magnus das so verhindern möchte. Sie kennen sich sehr gut, ja. Haben wahrscheinlich auch tausende Blitzpartien gespielt und was weiß ich, ja. Mhm. So, Magnus wird schon seine Gründe haben, ja. Mhm. Ja, es muss irgendwas unter den Zügen auf dem Brett sein. Irgendein Read, den er hat. Vielleicht auch so statische Strukturen, dass er sagt, die liegen Dubov nicht. Ich weiß nicht. Einfach Löwe D4, ja. Aaron Blokovic. Ein guter Film übrigens. Ich habe ihn lange nicht gesehen. Damals, als ich ihn im Kino gesehen habe, war ich nicht so angefixt. Aber ich war auch noch jung. Hast du ihn im Kino gesehen? Ja, es muss irgendwann so 90er gewesen sein. 90er, Anfang 2000er. Du warst vielleicht auch zu jung dafür. Ne? Ich habe noch nicht verstanden, wie heroisch Aaron hier gegen die, ich weiß nicht mehr, gegen welche Lobby sie gekämpft hat. Gegen welche Lobby hat sie gekämpft? Ja, sie hat gegen so eine Umweltverschmutzung mit gesundheitlichen Folgen gekämpft. Ja, genau. Aber ich glaube, sie hat ganz alleine so gegen große Unternehmen, denen die Stirn geboten. Mhm. Ja, das ist auch so eine Gabe, ja, die gewonnenen Stellungen gut zu spielen. Mhm. Die Gabe würde ich auch kaufen, wenn es die zu verkaufen gäbe. Du hättest gern Fokushose, Präzisionshut und die gewonnene Stellung Gabel. Yes. Okay. Auf jeden Fall. Dann nimmst du alles mit zur französischen Liga und dann gibt es kein Halt mehr. Ja, aber all das für die französische Liga ist ein bisschen Overkill. Vielleicht nur eins, ein Item pro Liga. Also so Präzisionshut und sowas, ja. Ich spiele danach in Dortmund, ja, da werde ich schon mehr brauchen. Ah, spielst du das Game-Turnier? Mhm. Ja. Zumindest ist das der Plan, ja. Das ist da, wo Vichy gegen Kramnik auch hier das Match ohne Rochade spielen, ne? Ja, das meinte Vichy auch, ja. Er meinte, ich werde wahrscheinlich so neidisch sein, wenn ich deine Partien ansehe und du darfst rochieren und ich nicht. Ja. Ach komm, Vichy spielt aber bestimmt auch gerne eine Runde gegen Vladi ohne Rochade. Ja, mit Rochade, ohne Rochade. Ich glaube, Vichy hat lange kein Schach mehr gespielt. Ja. Er freut sich schon drauf. Glaube ich auch.
Hallo und herzlich willkommen auch von uns her zum Entscheidungstag. Denn heute am dritten Qualifikationstag bei diesem FTX Crypto Cup fliegen 8 Leute raus und 8 kommen weiter in die K.O.-Runde. Die 11. von insgesamt 15 Runden hat soeben begonnen und wir warten noch auf das Duell der Superstars. Magnus Carlsen gegen Hikaru Nakamura. Rustam, heute gibt's Action. Bist du aufgeregt? Ich bin immer aufgeregt. Ja. Also bei mir gibt es auch ohnehin viel Action. Ja, heute ist viel los. Die Bauarbeiter oder so? Auch das, ja. Also vor 20 Minuten, ich war in Zoom-Call mit Brian und plötzlich war mein Internet weg, war alles weg und anscheinend wurde bei mir Strom einfach ausgeschaltet, ohne mir was zu sagen. Aber okay, passt. Die Diskussion hatten wir schon, ne? Strom wirkt sich aufs Internet aus, war unsere Schlussfolgerung. Ja, haben wir getestet? Ah. Scheint in der Tat der Fall zu sein, ja. Aber hat man selten, dass es knapp für ihn aussieht. Er ist wie die Dinos, ja, in Jurassic Park. Er findet immer den Weg. Life finds a way oder irgendwie sowas, sagen Sie, ne? Sowas, ja. Bist du ein Fan? Ja, den ersten Film fand ich schon nice. Mm. Es war das Jahr 1994. Glaube ich. Der war wunderbar, ja. Ich war im Kino, ich war schon geflasht. Wir hatten ja damals noch keine Dinos. Und die dann so in echt zu sehen, war ich schon beeindruckt. Ich habe ein paar Kritikpunkte. Zum Beispiel, dass die Velociraptoren, die ja so ein bisschen die Stars des Films sind, ja eigentlich keine Velociraptoren sind. Die dargestellten Dinosaurier sind nur Velociraptoren genannt worden, weil es halt ein coolerer Name ist als Deinonychus. Aber ja. Velociraptoren sind eigentlich so kleine Hühner, so kleine Fellige. Das ist mir natürlich als Dinosaurier-Fachmann übel aufgestoßen. Aber sonst war ich schon Fan. Das klingt nach einem schönen Lied, ja, würden wir auch gerne hören. Ich sehe Nelly. Meine Tochter ist kurz zu Besuch. Hey. Okay, es kommt anders. Er spielt Springer nach C7. Greift den Turm an. Turm geht weg. Ja, Turm D8, ja, ist ein guter Zug. Stabil bleibt. Gedeckt. Ja, also es ist nicht mehr hoffnungslos. Ja, es ist schlecht, aber nicht mehr hoffnungslos für Schwarz. Ja, und das ist ja auch eine von Hikarus Superpowers, dass er, ja, egal wie schlecht die Stellung, es gibt nie leichte Punkte gegen ihn, ne? Also er macht immer weiter Züge. Eine von Superpowers, wie viele hat er? Weiß ich nicht genau, was er noch für Superpowers. Er ist auch sehr schnell. Ich weiß nicht, ob er unsichtbar ist, wahrscheinlich nicht. Was gibt es noch für Superkräfte? Fliegen kann er nicht. Ja, Fliegen ist die einzige, die mich interessiert. Ich weiß nicht, warum du Fliegen so gut findest. Ah, du hattest das probieren sollen, ja. Fliegen? Ja. Lass du mal Fallschirm springen. Ich will eigentlich nur einmal Fallschirm springen im Leben. Ich traue mich nicht, aber es ist bestimmt cool. Ich weiß nicht, ja, mach mal, wenn ich so im Becken so springe, so 3 Meter, 5 Meter, das ist schon... das ist schon scary genug, ja, weiß ich nicht. Ja, ich glaube, das ist ein anderes Gefühl. Beim Fliegen gleitest du ja eher und hast nicht so 2 Sekunden bis zum Aufprall aufs Wasser. Also ich, so Bungee reizt mich null, aber Fallschirmspringen will ich nochmal machen. Das Geheimnis der alten Dame. So, Speer schlägt D7, Turm schlägt D7, E schlägt D2, ist noch nicht schlau. Deshalb muss er hier nochmal weg, ne? Turm D1 spielt er. Gefällt dem Balken wieder gar nicht. E2 und dann springe E5. Ja, die Verwertung von Magnus in diesem Turnier ist nicht ideal, ja? Ja, ich habe schon Besseres gesehen. Ich habe schon ungefähr 5-mal gesagt, ja, die Stellung ist in besten Händen. Weltmeister-Vorteil brennt nichts mehr an und dann brennt immer noch was an, ne?
Ja. Und jetzt, ich weiß gar nicht, was los ist. Leichter Vorteil, grober Ausgleich, König G2. Also er versucht schon zu halten, ja. Löwe schlägt C7 ist schon Remis, nehme ich Wie an. ist das Remis? Dame schlägt. Also ich war davon ausgegangen, dass ich das Turmspiel nicht verliere, ja. Zerschlagen und Turm C8. Turm E2 und dann ja, König G8 oder H6 einfach. Turm E7 und B5, warum soll ich das verlieren? Oder König H7 und. Ab, oder? Ah, du bist da, ja? Du bist rechtzeitig da. Ich habe Ja, damit gar nicht gerechnet, dass du so schnell läufst. ich laufe schneller als ein T-Rex. T-Rex ist langsam, ja? Trotzdem, Magnus, Alter, darfst du nicht immer die Butter vom Brot nehmen lassen? Was ist denn los mit dir? Ich weiß nicht, ob Alireza so viele klassische Bücher gelesen hat. Vielleicht auch, ne? Man weiß nicht. Die. Wenn du so im Schachhype bist, wahrscheinlich liest er auch alles, was er in die Finger kriegt. Aber ich denke, dass Alireza wahrscheinlich mehr über Spielen einfach gelernt hat, oder? Ist das zu artifiziell? Weiß ich nicht. Also ich gehe davon aus, dass er sehr viel geblitzt hat, ja, in seinen Ja. 17 Jahren. Aber das ist nicht so unklassisch. Ja, Karpov meinte auch, ja, er hatte sehr viel gelernt durch einfach sehr viel Blitzen. Ja. Er erzählt immer wieder Geschichten, wie er zum Beispiel die ganze Nacht mit Tal geblitzt hat in den 70er Jahren. Und das klingt auch nach Spaß, ja. Das hätte ich auch gern gemacht. Mit Karpov geblitzt die ganze Nacht? Ne? Oder mit Ah, Tal, mit ja. Tal, ja. Nee, gleich auch. Und es gab ja auch immer so ein bisschen die zwei Schulen, die Praktiker, die halt auch gerne einfach geblitzt haben. Und dann die Theoretiker, die das vielleicht auch machen, aber eher als Teil vom Training, ne? Also so. Ich weiß nicht, Botvinnik ist ja der klassische Fall, der bestimmt nicht die ganze Nacht viel geblitzt aus Spaß. Aber auch so Kasparov würde ich denken. Wenn, dann waren es eher so Trainingspartien, so organisierter Kram, oder? Meinst du ja die ganze Zeit geblitzt aus Spaß? Nein, ich glaube, Kasparov, für ihn war auch das Ergebnis sehr wichtig. Ja? Also er würde dann jede Partie zählen und sein Ergebnis am Ende notieren. Ich spiele manchmal Blitz auch zum Beispiel mit Fabiano, aber er nimmt die Partien sehr ernst. Also er spielt zum Beispiel 6 Partien, aber in so einem WM-Modus, ja, und dann ist es auch Schluss, weil er dann fix und fertig ist. Ja, ist auch eher so Team-Theoretiker, ne? Also er spielt nicht, um jetzt rumzuhängen, ne? Die ganze Nacht zocken. Magnus, glaube ich, eher Praktiker. Also wenn Magnus, wenn ich jemanden herausfordere, so wir spielen, der für ihn als Gegner interessant ist, wir spielen heute Nacht 100 Partien Blitz, ist er, glaube ich, dabei. Ja, manchmal hört man so Geschichten, ja, wie er dann gegen Nakamura halbe Nacht spielte und ihn fix und fertig machte. Ich Ja. weiß nicht, ob das wahr ist oder eine Legende. Ja, Man das hört ist, das oft. glaube ich, bekannter sogar in irgendeinem Hotelzimmer oder wahrscheinlich eine Suite bei den feinen Herren. Ja, ich glaube, es gibt auch viele Geschichten, die man nicht so mitkriegt, wo er dann ja einfach online wahnsinnig viel gegen, wahnsinnig lange gegen Leute spielt. Aber ich glaube, ihm ist das Ergebnis auch immer wichtig. Ich glaube nicht, ich weiß nicht, Karpov war das Ergebnis wahrscheinlich auch wichtig. Aber ich glaube nicht, dass er zum Spaß spielen würde und sagen würde, okay, haben wir halt verloren, war trotzdem eine nice Session. Ja, das macht so richtige Champions aus. Ja. Muss man dafür so ein. Ist das nicht bei allen so? Das weiß ich immer nicht. Also auch so, wenn Karpov gegen Tal gespielt hat. Die werden doch auch, das war als Schachweltmeister, dem wird doch auch nicht egal gewesen sein, wie es ausgeht, oder? Könnt ihr es wirklich nur zum Spaß machen? Ich glaube, Teil E als Karpov. Ja. Tal vielleicht, ja. Dame Hast du übrigens die C2. Bundesliga was gehört? Werden wir mal Bundesliga spielen? Ich weiß von nichts, du erwähnst es jeden Tag hier. Du sagst einerseits, du willst nicht reisen, du willst nur zu Hause rumsitzen und dann jeden Tag, wann ist endlich Bundesliga? Also, nee, ich weiß tatsächlich von nichts. Bundesliga ist nicht weit, ja, da kann ich mit Auto hin und zurück. Okay, verstehe, verstehe. Ja, du wohnst auch sehr zentral, ne? Also für dich gibt es gar nicht keine so weiten Wege in Deutschland. Ja, ich bin flexibel, ja, ich bin bereit. Nee, ich habe nichts gehört. Auch lange, ich weiß nicht. Nee, ich weiß von gar nichts. Du auch nicht? Ich habe eigentlich auch nicht gecheckt. Also das Letzte, was ich gehört habe, nicht vor September.
Aber das ist auch kein Termin, ja? Was ist das für ein Termin? Nicht vor September? Ja, das heißt zum Beispiel Juni, Juli, August ist nichts. Ja, aber das ist auch kein Versprechen, ja? Das stimmt. Das heißt nicht, dass im September was ist. Aber Fabi, immer so, sieht so freundlich aus. Und all seine Hobbys sind wie Horrorfilme, Hardcore, Metal. Also, was ist denn da los? Ich weiß nicht, er hatte mal eine Freundin aus Musikkreisen und sie meinte, Tool ist gut. Und Okay. seitdem hört er Tool. Ja, Okay, also wurde er geinfluenced zu Tool sozusagen. also ziemlich, ja. Stimmt. Vielleicht brauche ich auch mehr Tool in meinem Leben. Nein, brauchst du wirklich nicht. Doch, ich höre heute Abend wirklich ein bisschen Tool. Mir gefällt auch System of a Down. Kennst du System of a Down? Ja, System of a Down ist viel, viel freundlicher. Da Levon ist, glaube ich, Fan, weil die Armenier sind. Stimmt das? Ja, Ich sie sind weiß. Armenier und sie haben viele gute Lieder. Ja, Chop Suey, alles Mögliche, ja. Such a Lonely Day. Der fünf, ja, das Schachria spielt ungewohnt langsam, ja. Ich kenne ihn viel schneller als das, ja. Vielleicht ist online ein bisschen anders. Ja, ich glaube, es ist auch jemand, ich kenne ihn da nur von ganz früher, der viel Blitz so over the board gespielt hat, auch gerne. Aber ich habe ihn nie, vielleicht aber auch aus Ahnungslosigkeit, nie so aktiv online gesehen. Muss aber nicht stimmen, vielleicht spielt er auch online ganz viel. Ja, wir haben ja alle Phasen, ja. Selbst du hattest ja eine Phase, wo du sehr aktiv online warst, ja, auf ICC und so. Ja. Ja, lange ist her. So. 1999 bis 2002 war ich sehr süchtig nach Online-Blitzen. Sind gute 20 Jahre. Eine Weile her. Aber war schön. Hast du viel gespielt im ICC damals? Also ich hatte, genau wie du, ja, ich hatte eine kurze Phase. Bei mir war sie ein bisschen kürzer, vielleicht ein Jahr oder so. Und irgendwann war das offensichtlich, dass ich immer mehr gegen Maschinen spiele und immer weniger gegen Menschen. Und dann habe ich irgendwann mal aufgehört. Ja. Und dann jede paar Jahre versuche ich wieder zu spielen und dann wird es wieder offensichtlich. Und vielleicht deshalb spielen so viele gute Spiele Bullet, ja, dann ist das weniger ein Problem, nehme ich an. Ja, je kürzer die Zeit, desto besser. Ich habe auch die Angst, dass ich eines Tages nur noch denke, dass ich immer gegen Maschinen spiele, aber dass sie einfach alle so viel besser sind irgendwann, dass man den Unterschied nicht mehr merkt. Ja, nee, die sind vielleicht besser, ja, aber so viel besser auch nicht. Nee, ich glaube auch, dass ich noch ein gutes Gefühl dafür habe. So. Sonst, was gibt's Neues bei dir? Du bist busy hier, ne? Renovierungsarbeiten, dies, das. Ja, Ist also es gab einiges, was ich selber tun musste. So zum ersten Mal in meinem Leben Tapeten abreißen. Okay, bist du, ich weiß nicht, nennt man es handwerklich begabt, so streichst du selber solche Sachen? Also handwerklich bin ich überhaupt nicht begabt. Was ich gerne mache, ist die dreckige Arbeit. So Okay, irgendwas das kaputt heißt. machen, irgendwas wegtragen, irgendwas hintragen. Also ich scheue mich nicht von Arbeit, überhaupt nicht, aber halt, ich bin begabt, bin ich nicht. Aber so, dann ist es einfach irgendwas zu tun ist, ja, irgendwas, wo man zwei Hände braucht, dann tue ich das sehr gerne. Ich bin auch sehr unbegabt. Ich versuche das eigentlich auch als Ausrede zu nutzen, um mich vor Arbeit zu drücken. Also, ich würde helfen, aber ihr wisst, es dauert länger, wenn ich helfe. Nee, ich helfe schon sehr, sehr gerne, ja. Und zum Okay. Beispiel Tapeten abreißen, das macht Spaß. Das wusste ich nie. Das ist mir auch neu. Ich mähe gern Rasen. Ich habe heute Rasen gemäht. Finde ich sehr entspannt. Ja, ist eine gute Sache, ja. Rasenmähen ist super. Bisschen viele Löcher in seiner Badewanne. Also ich bin wirklich neugierig, worüber Sonja jetzt lacht, ja. Was für Löcher in der Badewanne war doch lustig. Ah, das da. Das nicht? Ja, doch, er geht.
so einem knappen Match, so ein Grishuk Nakamura K.O.-Match, höre ich mir gerne mal eins. Chessboxing. Nee, nur Schach. Bist du Fan von Chessboxing? Ich habe nur davon gehört, er hat das nie gesehen. Ich habe es auch nie geguckt. Aber sagen wir, er ist ein guter Preisfonds. Einer deiner persönlichen Feinde fordert dich heraus zum Chessboxing. Würdest du hier ins Training gehen? Das kann gut sein, ja. Schach ist schwer. Schach ist sehr schwer. Pichot. Der weiß das am besten nicht. Naja, ist auch ein wahnsinnig starker Spieler, ne? 2,630, arbeitet hart, up and coming. Und trotzdem zeigt sich, was für ein Niveauunterschied das nochmal ist hier zu den absoluten Top-Leuten. Ne? Hat 1,5/14. Das nicht zum ersten Mal, ne? Das nicht zum ersten Mal. Fragt man sich auch, freut er sich, wenn er dann da reingewählt wurde hier von der Community, die sagt, hier, ne, wir wollen das nochmal sehen, wie es läuft für dich. Vielleicht kommt gleich drauf an, wie man uns sieht. Vielleicht sagt er sich einfach, fantastische Gelegenheit, Training gegen die absolute Weltelite. Es ist wie ein Besuch von einer Schwiegermutter. Ja, man freut sich immer, aber dann geht's wieder daneben. Ja? Okay. Komischer Vergleich. Also sowohl, dass man sich immer freut, als auch, dass es dann wieder daneben geht. Was ist passiert?